tollste unter den Sternen Haarstyling aller Zeiten veranstaltest? Ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen, als so einen Abend zu verbringen. Oh Mann, ich kann es wirklich kaum erwarten zu sehen, wie meine Haare geworden sind. Das ist so super aufregend. Himbeertörtchen, wenn ich mit dir fertig bin, werden sie komplett anders aussehen als vorher. Ihr wollt Aufregung? Also ich bin nur hier, um mich zu entspannen. Oh, ich hatte eine anstrengende Woche. Tornella, ich glaube, jemand hat das Licht ausgemacht. Also, an ist es. Die Haartrockner sind auch ausgegangen. Daher vermute ich mal, dass wir es hier mit einem Stromausfall zu tun haben. Es ist überall dunkel. Hier drin und, auch da draußen. Oh, auf der Bärchenfarm stimmt wohl etwas nicht. Ich gehe lieber mal rüber und sehe nach, ob ich helfen kann. Geh lieber so lange auf die Babybärchen auf, bis wir den Strom wieder angekriegt haben. Ja, natürlich. Habt keine Angst. Ich bin ja hier, bereit, das Kommando zu übernehmen und das Problem zu beheben. Also, ihr Lieben, folgt mir. Kommen Sie mit, Herr Ropelius. Das Problem werden Sie da hinten nicht finden. Es ist bei der Verbindung zum Safttor. Oh ja. Ich habe mir natürlich gedacht, dass wir das auch noch überprüfen. Jetzt machen? Ich kann doch nicht stylen, wenn ich nichts sehe. Wir sollten rausgehen und nachsehen, wieso der Strom ausgefallen ist. Vielleicht brauchen die Bärchen unsere Hilfe, um ihn wieder anzustellen. Du willst da rausgehen? Ja? Vielleicht sollten wir lieber hier drinnen warten. Was ist denn los, Orangella? Beschäftigt dich irgendwas? Ich denke, ich habe einfach nur ein bisschen Angst. Du? Aber du bist sonst von uns immer die Letzte, die vor irgendetwas Angst hat. Oh, wirklich? Was denkt ihr, wird der gelumpte Geist als nächstes tun? Was ist, wenn er Hunger hat? Und was fressen will? Fressen? Denkt ihr, dass er vielleicht fressen mag, das schmeckt wie wir? Ich habe bisher noch nirgendwo gelesen, dass gelumpte Geister so etwas wie uns fressen. Aber ich habe auch nirgendwo gelesen, dass sie so etwas wie uns nicht fressen. Das klingt so, als käme es von Orangellas Laden. Die gelumpte Geistsicherheitsfalle, die ich von meinem Laden angebracht habe. Ich habe damit einen von ihnen gefangen. Wie es sich dreht. Bekämpft die Ängste, nicht alles muss perfekt sein. Woran du glaubst, ist das, worum es geht. Sei offen, interessiert, stell 100.000 Fragen. Sei so wirrig, gut wie du kannst, ja. Stell dir nur vor, es gibt so viele Möglichkeiten. Lass uns Geschichte schreiben. Sag es laut, sprich es aus. Erzähle, würdet ihr es mir nicht glauben? Ihr müsst es schon sehen. Mit euren eigenen Augen. Oh, was denn sehen? Das. Dort. Oh, was ist denn mit dieser Glimmerbeere passiert? Sie hat die seltene, die ungewöhnliche und rätselhafte Caroitis punctiotus. Was ist es, Veriotus? Caroitis punctiotus. Das ist eine Krankheit, bei der die Blätter einer Pflanze Karomuston Punkte bekommen. Oh, ist das schlimm? Es ist jedenfalls nicht gut. Und aus modischer Sicht gesehen, ist das erst recht schrecklich.
Was ist die Ursache dafür? Das ist ein Rätsel. Ich habe mal irgendwo gelesen, es könnte an einem Vitaminmangel liegen. Aber welches Vitamin fehlt, weiß ich nicht. Beschädigt es die Glimmerbeeren? Nicht, dass ich wüsste, aber so genau erinnere ich mich nicht mehr. Oh, kannst du denn irgendwas tun? Vielleicht könnte ich einen extra speziellen Vitaminpflanzendünger mixen. Ja, natürlich. Das ist es. Wunderbare Idee. Ich muss los. Tja, wir sollten mal los zum Teich, wenn wir heute überhaupt noch schwimmen wollen. Ja, du hast recht. Bin detektivieren. Was soll das denn schon wieder bedeuten? Bonnie, bist du da drin? Hallo? Hey, du da! Bonnie? Detektivin Bonnie. Wie sehe ich aus? Wie? Patty Schnüffelnase. Danke. Was macht ihr gerade? Wartet, sagt nichts. Ich will es selbst herausfinden, so wie Patty. Sie weiß genau, wie sie die Gedanken von Kriminellen lesen kann. Kriminelle? Nun gut, mein überaus gutes Kombinationstalent sagt mir, dass ihr eine Wanderung unternehmt. Wie hast du das denn erraten? Ich habe nicht geraten. Ich habe mich gefragt, wieso haben diese Mädchen wohl Schmetterlingsnetze und Ferngläser dabei? Was für ein Zufall. Und wir haben uns gerade gefragt, wieso haben wir keine Wanderkarten dabei? Was sind für Wanderkarten? Na, die, die du mitbringen solltest. Ups, ich denke, die habe ich in einer Kiste verstaut. Ich musste ja Platz machen für die Patty-Schnüffelnase-Krimis. Also, wenn du mit uns mitkommen willst, solltest du dich noch umziehen. Oh, das tut mir leid, wirklich. Ich will euch nicht aufhalten. Ich muss außerdem noch meine Detektivierungsfähigkeiten trainieren. Wir haben Muffins, deine Lieblingssorte. Blaubeere. Ach ja? Oh, nein, danke schön. Ich mag Muffins überhaupt nicht. Hä? Bis später. Ich muss los, um neue Rätsel zu lösen. Ist es nicht Patty Schnüffelnase, die Muffins nicht mag? Und nicht Bonnie? Ich mag doch Patty Schnüffelnase-Bücher auch total, aber was ist mit unserer Freundin Bonnie passiert? Das ist das eigentliche Rätsel. Ich verstehe es nicht. Da. Wieso sehen diese Pflanzen so aus? Genau das ist ja das Rätsel. Irgendwas verursacht dieses Karo- und Punktemuster. Du kannst sicher herausfinden, warum sie so aussehen, mithilfe deiner Bücher. Nein, 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 nein. Ich werde diesen Fall im Patty-Schnüffelnase-Stil lösen. Und sie beginnt immer damit, Hinweise zu sammeln. Und dann kommt der lustige Teil. Der lustige Teil? Ja. Sich in die Gedanken des Kriminellen einfühlen. Sich zu fragen, was der Kriminelle wohl denkt. Wieso würden Pflanzen Karos und Punkte haben wollen? Vielleicht war ihnen langweilig. Aha! Ich weiß, was mit den Pflanzen los ist. Jemand hat sie angemalt. Wieso sollte jemand sie anmalen? Ganz genau. Und das werde ich herausfinden. Ich werde darauf warten, dass der Täter zum Tatort zurückkehrt. Das tun sie immer, weißt du? Das habe ich von Patty Schnüffelnase, der genialen Detektivin. Ich werde die ganze Nacht hierbleiben, wenn es nötig ist. Nicht eine einzige Winzigkeit wird meinem aufmerksamen Auge entgehen und dem anderen auch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist bärig schlimm. Das Karo- und Punktemuster hat sich weiter ausgebreitet. Hey, vielleicht hat Bonnie das Rätsel ja gelöst. Wo ist sie eigentlich? Irgendwo hier müsste sie sein. Bonnie? Ha? Aha, du da. Also warst du es von Anfang an und deine kriminelle Komplizin. Dieses Rätsel ist gelöst. Also, warum habt ihr das getan? Was getan? Na, Karos und Punkte auf die Bärenpflanzen malen. Wir haben gar nichts angemalt. Und was macht ihr dann hier mitten in der Nacht? Wir wollten sehen, wie es dir geht, ob auch alles in Ordnung ist. Und eigentlich ist schon morgen. Aha, ich wusste das. Ich wollte nur sehen, ob ihr das auch wisst, dass ich das weiß.
Wisst ihr? Also, wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet, ich muss ein Rätsel lösen. Hier treibt sich irgendwo ein Schwerverbrecher rum. Ein Unhold, der keinerlei Geschmack hat. Du hast herausgefunden, wer vermisst wird? Aha, fast. Weil ich beinahe herausgefunden habe, wer vermisst wird. Ich habe nur noch ein paar Fragen an euch. Dann wird der Fall so gelöst sein wie eine Brausetablette in einem Wasserglas. Mein Kombinationstalent sagt mir, dass die Antworten zu meinen Fragen hier in diesem Raum sind. Was für Fragen hast du denn? Was ist das Lieblingsessen der Person? Das sind definitiv Muffins. Aha! Ganz besonders Blaubeermuffins. Aha! Was ist mit Hobbys? Sie liebt es, Bücher zu lesen. Aha! Es ist ein Mädchen. Du sagtest sie. Ich habe alle Hinweise gesammelt und nun setze ich sie zusammen. Sie mag die Farbe Blau und hat eine merkwürdige Vorliebe für Blaubeermuffins. Sie liest gerne Bücher und müsste eigentlich hier im Buchclub sein, wenn sie nicht verschwunden wäre. Die einzige Person, die das sein kann, ist... Ja? Nun, wer ist es? Komm schon, mach es doch nicht so spannend. Die einzige, die in Frage kommt, ist... Ich selber. Na, ehrlich. Ja, genau, du bist es. Du hast das Rätsel gelöst. Also, ich bin die vermisste Person? Du hast es erkannt. Ja, ich denke, ich hatte in den letzten Tagen nicht so viel Zeit, hm? Und wir haben dich wirklich vermisst. Kommt alle mit, kommt mit in den Bärenhain! Gegen Bitzi-Bärchen Meisterschaftswettrennen! Ja! Ja! Wir werden alle eine wunderbare Zeit miteinander haben. Also bitte begrüßt mit mir ganz herzlich die offiziellen Bitzi-Bärchen Meisterschaftsrennfahrer! Ja! Meine Damen, erlaubt mir euch unsere hochverehrten Meisterschaftsrennfahrer vorzustellen. Oh, nicht doch! Sie haben vergessen, was Sie bei der Einführung tun müssen. Ach ja, genau. Ich erinnere mich. Vielen Dank, Bonnie. Wir haben es fast geschafft. Sie hat es vergessen. Aha. Und mit diesem traditionellen Einführungszeremoniezepter erkläre ich feierlich, dass das Meisterschaftswettrennen nach langer Pause endlich wieder stattfindet. Das war eine wunderschöne Zeremonie, genau wie in alten Zeiten. Und das ist dein Verdienst, Bonnie. Du hast der Prinzessin gezeigt, dass du weißt, was sich gehört. Denn du hältst dich wirklich streng an alle Traditionen ihrer Lieblingsveranstaltung. Danke. Ich denke auch, dass ich mein schlechtes Benehmen von vorhin bei der Prinzessin wieder gut gemacht habe. Zumindest ein wenig. Und ich wette, ich kann es sogar noch viel besser machen. Zu glauben, dass du diese Kleider auf die Schnelle für uns gemacht hast. Sie sind einfach wunderschön. Und so raffiniert. Tja, danke schön, aber das ist doch nichts Besonderes. Weißt du vielleicht, wo Bonnie ist? Was trägt sie denn? Sehr viele Notizen. Guten Abend, Herr Postmeister. Sie sehen heute wirklich fabelhaft aus. Naja, ich danke dir, Bonnie. Du siehst natürlich auch... Hände schütteln anbieten. Oh ja! Bonnie, was machst du denn da? Guten Abend, verehrtes Fräulein. Sie sehen heute wirklich fabelhaft aus. Das hast du auch zu dem Postmeister gesagt. Ich bin es, Fläumeli. Aber ich möchte mich so höflich verhalten, wie es nur möglich ist, damit alles gut läuft. Für die Prinzessin. Findest du nicht, dass du es vielleicht ein klein wenig übertreibst? Also, wenn es um gutes Benehmen geht, ist es völlig unmöglich, etwas zu übertreiben. Hallo.
Hallo, Herr Bärchen. Vergiss das Händeschütteln nicht. Das hier ist immer noch der Meisterschaftsball. Wir müssen uns ordentlich benehmen. Himbeertörtchen, es ist unhöflich, sich vorzudrängeln. Aber, Maria Käfer hat mich vorgelassen. Sie weiß noch nicht, was sie nehmen soll. Nein, nein, nein. Auf diesem Ball darf man sich nicht schlecht benehmen. Orangella, was machst du denn da? Ich ruhe mich hier nur für eine Sekunde aus. Meine Füße tun so weh vom vielen Tanzen. Aber du lümmelst rum. Das ist kein gutes Benehmen. Ist es nicht? Oh, das ist schon okay. Hier sieht mich ja niemand. Aber es könnte dich jemand sehen. Und was ist, wenn es die Prinzessin ist? Na also, perfekt. Psst, Fleimeli, liegt die Serviette auf deinem Schoß? Ja. Du darfst nicht mit offenem Mund kauen. Das hatte ich auch nicht vor. Die Ellenbogen gehören nicht auf den Tisch. Siehst du sie vielleicht auf dem Tisch? Pass auf, dass du beim Teetrinken nicht schlürfst. Hast du sonst noch was? Ja, du musst gerade sitzen. Hey, wo ist denn Bonnie? Sie ist beschäftigt. Sie erinnert einfach jeden daran, dass er sich gut benehmen soll. Wie denn das? Naja, weißt du, sie rennt hier rum und korrigiert von jedem das Benehmen, sobald er irgendwas falsch macht. Sie hat mich korrigiert, noch bevor ich irgendwas falsch machen konnte. Sie sollte sich wirklich mal entspannen. Hier steckst du also, Bonnie. Genießt du den Ball? Ehrlich gesagt, nein. Und wieso nicht? Ach, weißt du, Emily, ich habe solche Angst, dass irgendwer die Prinzessin mit seinem schlechten Benehmen beleidigen könnte. Ich denke, du solltest einfach versuchen, Spaß zu haben. Du musst dir keine Sorgen machen, wie alles läuft. Okay. Zuerst lese ich aber noch das Kapitel über die Salatgabel, ein missverstandenes Utensil. Los, los, los! Es ist doch noch gar nichts passiert. Das weiß ich. Aber ich bin so aufgeregt, dass ich einfach schon mal jubeln muss. Krümeliger Muffin, das gibt's nicht, Bonnie. Du siehst ja total... Krümeliger Muffin, das gibt's nicht, Bonnie. Du siehst ja total fertig aus. Was ist denn passiert? Oh, war eine lange Nacht. Ich hab gelernt. Was hast du gelernt? All die verschiedenen Zeitpunkte, bei denen es sich gehört, bitte zu sagen und... Dankeschön. Was ist los? Ich hab gegähnt. Und das beim Wettrennen. Ich hab gegähnt. Oh, Emily. Denkst du, es hat mich irgendjemand gesehen? Im Buch steht, dass das ein schreckliches Benehmen ist. Was ich denke, ist, dass es wirklich okay ist. Was? Was ist? Himbeertörtchen steht da vor jemandem, der kleiner ist als sie. Dadurch versperrt sie ihm ganz unhöflich die Sicht. Schlechtes Benehmen. Schlechtes Benehmen. Schlechtes Benehmen! Oh, unsere Manieren-Mamsell kommt auf uns zu. Schnell, versteckt euch! Wo sind sie denn hin? Ich könnte schwören, dass sie gerade eben noch hier waren. Hallo alle miteinander! Es ist jetzt an der Zeit, dass das Wettrennen beginnt! Bevor wir nun anfangen, möchte ich aber jeden von euch noch wissen lassen, dass wir Bärchen das Meisterschaftswettrennen nur veranstalten können, weil Emily Erdbeer und ihre Freundinnen uns geholfen haben. Ja! Außerdem wollte ich noch sagen, dass es mich wirklich sehr freut, dass das Wettrennen wieder stattfindet. Ich hoffe, dass es euch allen gefallen wird. Dann können wir es nächstes Jahr vielleicht gleich wiederholen. Und jetzt sollten sich die Rennfahrer ohne weitere Umstände bereit machen. Oh nein! Der Bärchenrennfahrer wird die Prinzessin unterbrechen, während sie redet. Das ist das allerschlimmste Fehlverhalten, das es gibt. Ich hätte es wissen sollen. Rennfahrer, du darfst die Prinzessin nicht unterbrechen, während sie redet. Das ist kein gutes Benehmen. Oh nein. Aber, ich wollte doch nur sagen, dass wir das Rennen nicht starten können, weil dieser Rennfahrer einen platten Reifen hat. Ach, herrje. Oh, weia. Ich schätze, darauf habe ich wohl nicht geachtet. Vielen Dank, dass du uns Bescheid gesagt hast. Ich wurde in meinem ganzen Leben noch nie so gedemütigt. Oh nein, bitte, du darfst nicht gehen. Ich habe doch nur versucht zu... Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Bärchen. Guten Morgen, Emily Erdbeer. Was machst du denn hier? Ich experimentiere damit, Blumen unterschiedlich groß zu machen. Butzelbeeren groß und auch Bienen.
Zibärchen klein. So kannst du auch in einem kleinen Garten viele Blumen blühen lassen in verschiedenen Arten. Das ist wirklich eine ziemlich schlaue Idee. Guten Morgen, Himbeertörtchen. Oh, hallo, Emily. Es ist wirklich ein wunderschöner Morgen, um die Blumen zu bewundern. Oh, weißt du, ich bewundere sie nicht nur. Ich bin gerade dabei, aus diesen Blütenblättern ein neues Parfüm zu kreieren. Oh, riecht toll. Ja, toll. Aber es ist Teil meiner neuen Frühjahrskollektion. Die allerbärig-beste, die ich je hatte. Also muss es super außergewöhnlich sein. Naja, da du eine reiche Auswahl an Blumen hast, solltest du ziemlich schnell etwas Außergewöhnliches zustande bringen. Auf Wiedersehen. Seltsam, aber es riecht wirklich gut. Licht. Wo ist Himbeertörtchen? Ich habe sie heute noch nicht gesehen. Da ist sie ja. Hallo, Himbeertörtchen. Bist du bereit, mit uns zu nähen? Ich bin nur hergekommen, um euch zu sagen, ich komme nicht zum Quiltclub heute. Aber das ist doch dein Lieblingsclub. Stimmt irgendwas nicht? Ja, das hier. Ich habe der Prinzessin versprochen, für alle Bärchen Arbeitshosen zu nähen. Für das jährliche Marmeladenstampfen. Dutzende über Dutzende davon. Ich dachte, das würde leicht sein, weil die Bärchen doch so klein sind. Aber jetzt stellt sich heraus, dass so etwas Kleines zu nähen in Wahrheit total schwer ist. Damit die Hosen wirklich wasserdicht sind, müssen die Stiche bitzi-mini-tini-winzig sein. Und das ist viel zu klein für meine Nähmaschine. Und sie sind so schwer zu sehen. Oh je. Oh, das tut mir leid. Arme Himbeertörtchen. Oh, oh je. Ach, Himbeertörtchen. Wenn diese winzigen Bärchen doch bloß so groß wären wie wir, dann könnte ich wenigstens sehen, was ich da tue. Ich könnte die total schnell nähen, wenn sie nur nicht so winzig wären. Hey, ich habe eine Idee. Wenn die Bärchen größer wären, wäre nicht nur das Nähen einfacher, sondern größere Bärchen könnten auch viel mehr Marmelade stampfen. Hallo! Guten Morgen, Himbeertörtchen! Hey, du! Das verstehe ich nicht. Die passen doch gar nicht. Okay, hört mir mal zu. Sie sind zu groß für euch, aber ich weiß einen Weg, wie sie euch perfekt passen werden. Halte kurz still, damit ich... Oh, das duftet... Habe ich komisch gerochen oder so? Warte kurz. Oh! Jetzt probier die Hose nochmal an. Tada! Wow, darf ich es auch mal probieren? Na klar, bitteschön. Oh, toll! Ja! Wartet, nicht zu springen! Ja! Seid vorsichtig! Oh nein, komm zurück! Oh, mein gutes Parfüm! Oh,
denn das für ein Lärm? Was? Wie? Die? Oh. Ja! Dass ich mal zu einem Bärchen aufblicke. Und so weit hinauf. Und wie kommt ihr voran, Himbeertörtchen? Tja, wir versuchen, mehr Parfüm zu machen. Aber Herr Bärchen konnte noch nicht die richtige Menge und Reihenfolge an Funken herausfinden. Lasst es uns noch mal versuchen. Diesmal fängt blau an. Ihr solltet euch besser ducken. Wenn uns der Saft ausgeht. Oh, das ist so furchtbar schrecklich. Ich dachte, es würde helfen, wenn die Bärchen etwas größer wären. Ich hätte nie gedacht, dass das ganz Bitsi-Bärchenhausen beeinflusst. Im Moment sind wir die Einzigen, die die Bärchenfarm betreiben können. Weißt du was? Du hast recht. Zeig mir einfach, was ich tun soll. Ich habe dieses Problem verursacht, dann will ich es auch wieder gerade biegen. Ich werde auch helfen. Ich auch. Ich auch. Worauf wartet ihr noch? Na los. Himbeertörtchen, wir brauchen doch noch mehr von deinem Parfüm. Aber ich muss der Prinzessin auf der Bärchenfarm helfen. Außerdem bin ich doch sowieso zu klein, um an die Blumen heranzukommen. Das stimmt doch gar nicht. Denn obwohl wir klein sind, können wir große Taten vollbringen. Besonders wenn die Bärchen dir helfen. Sie kommen doch an die Blumen ran. Oh, mir ist gerade etwas eingefallen. Wenn wir auf der Bärchenfarm helfen, wer kümmert sich dann um unsere Läden? Obstsalat, kommt sofort, sobald ich weiß, wie man den macht. Oh, 2000 Tee an Tisch 5 oder noch an Tisch 4? Auf dem Weg! Wo bleiben meine Waffeln? Wie macht man Waffeln? Frag mich nicht, ich hab noch nie gekocht. Seht euch nur die vielen Bücher an. Was machen wir mit denen? Wo müssen die denn hin? Ich weiß es. Wir sortieren sie nach Farben. Ja, das machen wir. Ich nehme die grünen. Das ist eine tolle Idee. Was ist das hier alles? Meine ganz besondere, super-duper tolle Tanznummer mit großem Sahnehäubchen obendrauf. Damit schlagen wir die Tänzer von Butzelbeerstadt beim diesjährigen Tanzwettbewerb. Das sieht sehr kompliziert aus. Gewöhnt euch lieber gleich daran. Jedes Jahr führen die Tänzer von Butzelbeerstadt einen super komplizierten Tanz vor. Aber dieser Tanz hier wird sie alle übertreffen. Aber Fläumeli, der Tanzwettbewerb ist schon nächste Woche. Das alles? Ja, ich weiß nicht genau. Wie sollen wir das lernen? In nur einer Woche? Das müssen wir. Ich erinnere euch nochmal daran, gegen wen wir antreten. Nur für den Fall, dass ihr die Demütigung, die Schande und die Enttäuschung des letzten Tanzwettbewerbs vergessen habt. Naja, so schlimm war es auch nicht. Ich weiß noch, dass ich eine Menge Spaß hatte. Ich finde nicht, dass es spaßig ist, zu verlieren. Sie sind wirklich toll. Großartig. Ich bin schon echt gespannt, was Sie dieses Jahr vorführen. Auf wessen Seite seid ihr eigentlich? Ach, Fläumeli, ich denke, das Wichtigste ist, dass wir eine schöne Zeit haben und unser Bestes geben. Davon rede ich doch die ganze Zeit. Unser Bestes. Unser Meisterhaftestes. Meisterhaftestes ist kein richtiges Wort. Aber du könntest sagen, unser meisterhaft Bestes. Na gut, von mir aus sage ich auch das. Unser meisterhaft Bestes. Wir werden gewinnen. Dieses Jahr tanzen wir meisterhaftlich. Meisterhaft. Meisterhaft. Ich danke dir, Bonnie. Schön, dass ihr einverstanden seid. Das wird ganz eindeutig unser Jahr. Das Jahr, in dem wir den Tanzwettbewerbpreis gewinnen. Aber wir können das nicht so meisterhaft tanzen, Fläumeli. Oh doch, das könnt ihr. Seht mir einfach zu.
Musik bitte. Also der Tanz, den wir letztes Jahr vorgeführt haben, sah völlig anders aus. Ja, ganz genau. Letztes Jahr haben wir verloren. Oh, aber die Outfits, die ich dafür entworfen habe, waren wunderschön. Und ich habe sogar eine dreifache Pirouette geschafft. Das ganze Publikum hat uns bejubelt. Es war einfach fantastisch. Seht ihr, was auf diesem Tischchen da steht? Es steht gar nichts auf diesem Tischchen. Da ist nur Staub. Und wisst ihr, was da stehen sollte? Ein Staubfänger vielleicht? Oh, nein, eine Tanzwettbewerb-Trophäe. Fläumeli, ich merke, dass das wirklich wichtig für dich ist. Und wir sind deine Freunde. Du kannst dich darauf verlassen, dass wir unser Bestes geben werden, um den Preis zu gewinnen. Oh, ich danke dir, Emily. Wenigstens versteht mich eine von euch. Wir verstehen dich doch alle, Fläumeli. Aber können wir dir nicht dabei helfen, die Schritte ein wenig zu vereinfachen? Ja. Zum Beispiel wäre dieser Schritt einfacher, wenn wir nur den ersten Teil machen würden. Oder wir könnten die Schritte aufteilen, sodass jede von uns die macht, die sie am besten kann. Ich kann zum Beispiel die Kicks gut und Orangella die Drehungen. Das ist eine tolle Idee. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Wir müssen diesen Tanz hier vorführen. Meinen Tanz, ansonsten haben wir keine Chance. Gut, das ist wichtig für Fläumeli. Versuchen wir es auf ihre Weise. Und jetzt alle zusammen. 5, 6, 7, 8. Und 5, 6, 7, 8. Die Schritte. Achtet auf die Schritte. Zum Rhythmus, zum Rhythmus. Ihr sollt stillstehen und euch nicht auf den Köpfen drehen. Stopp, stopp, bitte. Ihr macht das alles falsch. Nein, so habe ich mir den Tanz nicht gedacht. Es ist jetzt Zeit für den Tanzwettbewerb, meine Lieben. Oh, der Tanzwettbewerb jetzt! Wundervoller Tanz von der Tanzgruppe aus Butzelbeerstadt. Und jetzt folgt eine kleine Unterbrechung, bevor die Tanzgruppe aus Bitzelbeerchenhausen auftritt. Ach, ich kann das einfach nicht. Wir werden niemals so meisterhaft sein wie Sie. Das wäre eine viel zu große Demütigung für mich. Und jetzt führt die zweite Tanzgruppe ihren Tanz vor. Sie kommt aus unserem eigenen kleinen Örtchen. Hier ist die Tanzgruppe von Bitzelbeerchenhausen.